versprochen, mein zweites Video für diese Woche. Heute stelle ich mal mich und meinen Kanal ein bisschen vor. Zu mir, ich bin 29 Jahre alt, ich lebe in Berlin, lebe seit einem Dreivierteljahr mit einer Unterarmamputation. Zu meinem Kanal, da möchte ich anderen Betroffenen ein paar Tipps und Ratschläge zum Leben mit einer solchen Behinderung geben. Und ich möchte von meinem Leben damit erzählen und euch zeigen, dass man trotz dessen ganz viel Spaß haben kann im Leben. So, eine Sache gibt es heute noch zusätzlich, und zwar, was mich und wahrscheinlich auch viele andere unendlich stört, auf Nüsse geht, sucht es euch aus. Und zwar Starren. Also ich kann verstehen, dass wenn jemand einfach der Arm fehlt oder ein Bein fehlt oder ein Auge oder ich weiß nicht, was einem so fehlen kann, es ist natürlich, dass andere Menschen mal kurz gucken. Aber es gibt halt auch Menschen, die starren richtig. Die kriechen dir fast in den betroffenen Körperteil. Oder gucken halt total angeekelt weg, als wäre es Lepra und ansteckend. Und ich muss euch ehrlich sagen, da sind mir dann Kinder, die liebsten denn Kinder, fragen, was passiert ist. Und man kann denen antworten und dann ist gut. Die nehmen das als selbstverständlich hin, während viele Erwachsene, und auch gerade Mütter habe ich viel erlebt, ihre Kinder dann einfach rabiat wegziehen und, oder sich ganz verschämt wegdrehen, als wäre es halt, wie gesagt, ansteckend. Und das ist eine Sache, die geht mir auf den Keks. Leute, ich kann verstehen, dass man guckt, aber hinstarren, dann bitte auch gleich fragen. Weil so fühlt man sich noch schlechter. Das war's dann für heute von mir. Nächste Woche weiß ich nicht, wie das mit den Videos aussieht, da ich wahrscheinlich nächste Woche nicht so viel sprechen kann. Zahnentfernung, nicht lustig, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich möchte hiermit einen herzlichen Gruß an die Space-Frösche loswerden. Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung, wen ich meine. Und zwar hier, Rick, schau, du bist nicht der Einzige, der dauernd die Schuhe aushat, wenn er Videos macht. Also, ne? Söckchen for the win. Das war's.